Volkswagen präsentiert auf dem Genfer Autosalon das neue Golf Cabriolet. Der Viersitzer hat ein innovatives Stoffverdeck, das elektrohydraulisch funktioniert und den Golf in nur 9,5 Sekunden bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h öffnet. Das Design folgt dem des geschlossenen, dreitürigen Modells. Es zeigt aber durch ein neues Heck, der flacheren Dachlinie und den stärker geneigten Windschutzscheibenrahmen eine hohe Eigenständigkeit. Für den Antrieb des Golf Cabriolets stehen 6 Turbo-Direkteinspritzer mit einem Leistungsspektrum von 105 bis 210 PS zur Wahl. Als Weltpremiere zeigt VW auch den neuen Tiguan. Die Front- und Heckpartie wurden passend zur Volkswagen-Design-DNA neu gestaltet. Nach wie vor kann der Tiguan als einziges SUV seiner Klasse wahlweise in einer Onroad- oder einer Offroad-orientierten Version bestellt werden. Die beiden unterscheiden sich durch unterschiedliche Böschungswinkel. Für den Antrieb stehen 7 überarbeitete Motoren zur Auswahl. Bei den Dieselaggregaten haben wir durchgängig eine Verbesserung für die Allradvarianten. Im Besonderen bei dem hier ausgestellten Modell haben wir durch die Kombination von 4Motion mit Blue Motion Technology eine Verbrauchsreduzierung von 10% erreichen können. Weiterer Blickfang auf dem VW-Stand ist natürlich die Bulli-Vision. Als Sechssitzer mit 2 Sitzbänken ist der neue Bulli gerade mal 3,99 Meter lang. Hinter der senkrechten Heckklappe warten immerhin 370 Liter Stauraum. Der Mikrobus fährt mit zeitgemäßem Elektroantrieb. In 11,5 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100. Reichweite rund 300 Kilometer.